So, wir treffen uns nun zum zweiten Teil. Ich bin am Ende der sechsten Reihe angelangt und häkle dann wie immer gleich im Anschluss die drei Luftmaschen für die Basis der siebten Reihe, dann zwei Luftmaschen für die Höhe und die ersten Luftmaschen wie immer behäkeln. Dann wenden, siebte Reihe, und wenn diese erste Gruppe beendet ist, folgen fünf Luftmaschen, eine feste Masche in die mittlere Masche des Bogens. Und wieder fünf Luftmaschen. Ein Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe. Drei um den Bogen. Dann folgen vier Luftmaschen. Und für die Herzspitze drei Stäbchen zusammen abmaschen. Dann vier Luftmaschen und drei Stäbchen um den Bogen. Das vierte auf die erste Masche der Gruppe. Dann folgen fünf Luftmaschen. Eine feste Masche in die Mitte des Bogens und nochmals fünf Luftmaschen. Ein Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe und wir sind in der Mitte, also drei Stäbchen, fünf Luftmaschen, drei Stäbchen. Und das vierte auf das erste Stäbchen der Gruppe. Dann fünf Luftmaschen, eine feste Masche in die mittlere Masche des Bogens und fünf Luftmaschen. Ein Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe und drei um den Bogen. Dann vier Luftmaschen und drei zusammen abgemaschte Stäbchen auf die Herzspitze. Und vier Luftmaschen. Drei Stäbchen um den Bogen. Ein und das vierte auf die erste Masche der folgenden Gruppe. Dann fünf Luftmaschen und eine feste Masche in die mittlere Masche des Bogens. Und wieder fünf Luftmaschen und eine feste Masche in die letzte Masche der Gruppe. Und drei Anhäkelmaschen. Eins, zwei, drei. Die schriftliche Anleitung für dieses Buch, für dieses Tuch findet ihr unter diesem Video. Ich habe jetzt wieder die drei Luftmaschen gehäkelt und die zwei für die Höhe.
Der Anfang ist also immer gleich. Und die vierte Masche in die erste. Und dann sind wir bei der achten Reihe. Die achte Reihe beginnt mit zwei Luftmaschen. Im Prinzip beginnt sie wie die vierte. Also zwei Luftmaschen, dann fünf Stäbchen in die mittlere Masche des Bogens. Jetzt sind wir nämlich wieder bei einem Herzbogen. Dann eine Luftmasche und in die folgende mittlere Masche die fünf Stäbchen für den zweiten Herzbogen. Und zwei Luftmaschen, ein Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe und fünf um den Bogen. Dann zwei Luftmaschen. Habe ich jetzt gesagt, fünf um den Bogen, also nur drei um den Bogen, so wie immer, dass es also vier Stäbchen gibt. Dann zwei Luftmaschen, drei Stäbchen um den folgenden Bogen und das vierte auf die erste Masche. Und dann folgen zwei Luftmaschen. Und jetzt sind wir beim zweiten Herz, also wieder ein Bogen aus fünf Stäbchennägeln. Und eine Luftmasche. Und in den zweiten Luftmaschenbogen, in die mittlere Masche, für den zweiten Herzbogen wieder fünf Luftmaschen häkeln. Dann zwei Luftmaschen auf die letzte Masche der folgenden Gruppe ein Stäbchen und wir sind in der Mitte. Kann ich mal meinen Markierer versetzen. Die Mitte immer gleich, um den Bogen drei Stäbchen fünf Luftmaschen und ein Stäbchen, das vierte Stäbchen auf die erste Masche der Gruppe. Und dann kommt genau gegengleich, wie man die Reihe bis zur Mitte gearbeitet hat, kommt nun gegengleich zwei Herzbögen, dann wieder eine Gruppe, dann zwei Luftmaschen, eine Gruppe und dann wieder die zwei Herzbögen. Also zwei Luftmaschen haben wir, dann kommt in die mittlere Masche kommen fünf Stäbchen dann eine Luftmasche und in die folgende mittlere Masche wieder fünf Stäbchen.
und 2 Luftmaschen. Dann ein Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe und um den Bogen 3. Dann 2 Luftmaschen und um den folgenden Bogen wieder 3. Und das vierte Stäbchen in die erste Masche des Bogens der Gruppe. Dann 2 Luftmaschen und in die mittlere Masche des folgenden Bogens wieder 5 Stäbchen. Dann eine Luftmasche und wieder in die mittlere Masche des folgenden Bogens 5 Stäbchen. Und 2 Luftmaschen. Und in die letzte Masche ein Stäbchen und dann folgen wie immer diese 3 Anhäkelstäbchen am Ende der Reihe. Dann 3 Luftmaschen für die Basis und 2 für die Höhe. Und die Arbeit wenden und das vierte Stäbchen auf die erste Masche. Und wir sind nun in der 9. Reihe. Die 9. Reihe häkeln wir quasi wie die 5. Reihe. Wir beginnen mit 6 Luftmaschen. Häkeln die ersten beiden Stäbchen vom Herzbogen zusammen ab. Häkeln in das mittlere ein Stäbchen und die folgenden 2 wieder zusammen ab. Dann folgt ein Stäbchen um die Luftmasche, dann wieder 2 zusammen abhäkeln, ein Stäbchen um die Luftmasche, und 2 zusammen abhäkeln. Und dann kommen wieder 6 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe. Dann 2 Stäbchen um die 2 Luftmaschen. Und das vierte Stäbchen auf die erste Masche der folgenden Gruppe. Jetzt haben wir nämlich zum ersten Mal jetzt das Herz in den Rahmen eingearbeitet. Und hier seht ihr, bildet sich rechts und links davon bereits das zweite Herz. Wieder 6 Luftmaschen. Die ersten 2 Stäbchen zusammen abhäkeln, dann das mittlere einzeln und wieder 2 zusammen abhäkeln, das folgende Stäbchen um die einzelne Luftmasche und wieder 2 zusammen abhäkeln. Und das mittlere einzeln behäkeln, wieder 2 zusammen abhäkeln,
und 6 Luftmaschen. Und das erste Stäbchen auf die letzte Masche der Gruppe. Und jetzt sind wir in der Mitte. Also wieder 3 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Diese 9. Reihe wird also genauso wie die 5. gearbeitet. Da kommen wieder 6 Luftmaschen. Nur, dass eben 2 Herzen statt nur 1 gearbeitet werden. Diese Mustersätze wiederholen sich also dann nach 4 Reihen immer um ein Herz mehr. Also wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, ein einzelnes, 2 zusammen, ein Stäbchen um die einzelne Luftmasche und wieder 2 zusammen und ein einzelnes und 2 zusammen und 6 Luftmaschen. Und dann wieder eine Masche auf das letzte Stäbchen und 2 um diese Luftmaschen und das vierte Stäbchen auf die Gruppe. Dann folgen 6 Luftmaschen, 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Ein einzelnes Stäbchen, 2 Stäbchen, 2 zusammen abgemaschte, ein Stäbchen um die Luftmasche, 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, ein einzelnes und 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann 6 Luftmaschen und eine Masche in die letzte, also ein Stäbchen auf die letzte Masche und 3 Anhäkelstäbchen. 1, 2 3. Und dann geht es wieder weiter mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen und 2 Steigeluftmaschen und 3 Stäbchen in diese Basisluftmaschen. Und dann kommt die 10. Reihe und die beginnt dann wie die 6. So wiederholen sich dann diese 4 letzten Reihen ständig. Und eure Herzen wachsen dann immer um 1 mehr. Und wie ihr die Spitze arbeitet, zeige ich euch dann noch im Anschluss. So, ich habe nun die 10. Reihe auch gehäkelt, genauso wie die 6. Nun wiederholt ihr die 6. bis 10. Reihe ständig, also immer 4 Reihen wiederholen sich. Und wenn ihr dann wieder an einer 10. Reihe angelangt seid und so circa noch 3 Farbstreifen vom Bobbel übrig habt, dann beginnt ihr mit der Spitze. Das zeige ich euch jetzt wie folgt. Also ich bin hier nach einer 10. Reihe, da seid ihr dann auch. Ihr häkelt dann wie immer 3 Luftmaschen und 2 weitere für die Höhe, häkelt also diese erste Gruppe
aus 4 Stäbchen wie gewohnt. So, und jetzt arbeitet ihr für die Spitze 2 Luftmaschen und jetzt um diesen Bogen aus 5 Luftmaschen kommen jetzt 7 Doppelstäbchen, also 2 Umschläge um die Nadel einstechen und 3 mal 2 Schlingen abmaschen. 1 2 3 4 5 6 7 Dann 2 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das letzte, auf die letzte Masche der Gruppe. Und 3 Stäbchen um den Bogen. Dann 4 Luftmaschen. Und jetzt hier bei der Herzspitze 3 Stäbchen zusammen abmaschen. Und wieder 4 Luftmaschen und 3 Stäbchen um den Bogen. Und 1 auf die folgende Gruppe. Und dann wiederholt sich wieder 2 Luftmaschen. Dann kommen hier um diesen 5er Luftmaschenbogen wieder 7 Doppelstäbchen, wie hier auch. Und dann wieder 2 Luftmaschen. Und hier dann wieder eine Gruppe, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, eine Gruppe. Dann wieder 2 Luftmaschen und auch hier wieder 7 Doppelstäbchen rein. Das wiederholt ihr also ständig für eure erste Reihe der Spitze. Und wie es dann weitergeht, könnt ihr im dritten Teil vom Video zum Tuch Herzliebe sehen. Dort wird das Tuch mit der gleichen Spitze behäkelt. Und dieses Video verlinke ich unter diesem Teil 2, sodass ihr dann eure Spitze anhand vom dritten Teil zum Tuch Herzliebe beenden könnt. So, nun hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Dann abonniert meinen Kanal. Schaut auch mal in meiner Gruppe Wooly Hugs auf Facebook vorbei. Und dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.